Ich werde dich jetzt was fragen und ich stelle dir die Frage nur einmal. Und ich erwarte von dir, dass du mir ehrlich antwortest. Du weißt, wie wichtig mir Ehrlichkeit ist. Ehrlichkeit und Vertrauen sind die Basis einer intakten Beziehung. Und egal, was du mir jetzt auch sagst, ich verspreche dir, ich werde nicht sauer sein, solange du mir die Wahrheit sagst. Hast du das Holzbrett in die Spülmaschine getan? Obwohl jeder Hirnamputierte auf dieser Erde weiß, dass man Holzbretter nicht in die Spülmaschine tut, weil sie dabei kaputt gehen. Und ich dir schon mindestens 100 Mal gesagt habe, dass Holzbretter in der Spülmaschine nichts verloren haben. Hast du? Nein. Aber wenn du es nicht warst, und ich ja auch nicht, wer war's dann? Wir sind zu zweit. Außer uns wohnt hier keiner. Dir ist klar, was das bedeutet? Was? Das bedeutet, jemand Fremdes muss hier bei uns in der Wohnung gewesen sein. Um das Holzbrett in die Spülmaschine zu stellen? Genau. Genau. Wie krank ist das denn? Das ist jetzt auch wirklich das Sicherste, was es gibt, ja? Ja, das ist zwar das Teuerste, aber auch das Beste. Also, hier kommt keiner mehr rein. Super. Schatz, wo ist denn dein Portemonnaie? Hab's! Was ist, wenn er durchs Fenster gekommen ist? Was? Durchs Fenster! Ich fühle mich einfach nicht mehr sicher. Ich krieg hier kein Auge mehr zu. Wir müssen umziehen. Mein Gott, ja, es kann durchaus sein, dass ich das Brett in die Spülmaschine gestellt habe. So lieb von dir, dass du versuchst, mich jetzt zu beruhigen. Aber ich habe mich entschieden. Wir ziehen hier aus.